auf zu gucken. So. Ey, diese Samsara, sage ich dir, ja, die geht mir schon so ein bisschen auf den Sack. Hier, Shepard ist mein Freund, der hilft mir. Es kann natürlich durchaus sein, dass das, dass Shepard nicht mein richtiger Freund ist, sondern dass, quasi, dass eine Falle ist und dann, ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist ein echt geiles Spiel, kannst du nicht sagen. Manchmal steht man ein bisschen auf dem Schlauch. Ich ganz besonders. Und dann ist es nicht ganz so einfach, aber alles in allem, es ist ein sehr logisches Spiel. Man muss ab und zu mal ein bisschen um die Ecke denken oder aber ein bisschen einfach nur mitdenken, je nachdem. Aber es ist cool. Es ist auf jeden Fall super cool. Und es macht sehr Spaß. Es macht wirklich sehr Spaß. Und ich bin echt gespannt, wie weit das jetzt noch geht. Ich dachte wirklich... Oh, scheiße, scheiße. Warte, warte, warte. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich hab's vergessen. So. Und ich glaube, man hat hier dann wirklich keine Zeit für Fehler. Und es geht noch ein paar Stufen hoch. So, und das hier habe ich noch nicht verstanden. Was ist denn, wenn ich das hier mache? Da ist Shepard. Ich sehe aber nicht, wie ich ihm helfen soll. Machst du jetzt irgendwas, Shepard? Nein. Jetzt vielleicht? Auch nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt noch nicht ganz.
könnte hier mit Rot verknüpfen. Bringt dir das was, Shepard? Will er auch nicht. Also das hier habe ich noch nicht verstanden. Und der Sturm kommt wieder näher. Ich weiß es nicht. Vielleicht wartet er darauf, dass wir alle drei verwenden. Das jetzt funktioniert? Es hat funktioniert. Okay, warte. Okay, bricht ein wenig gerade zusammen. Ich nehme den sicherheitshalber einmal mit. Ach nein, das geht nicht. Ich muss quasi hier rauf und den Jimmer mitnehmen. Diese Welt mag eine Illusion sein, aber solange wir an sie glauben, ist sie Realität. Sie gibt uns Kraft. Sie gibt uns Hoffnung. Okay. Ist fest. In dieser Welt haben wir alle Antworten, die wir je brauchen werden. Und dort draußen? Wer sind wir dort, wo wir weder Meister noch Diener sind? Wie können wir Sinn finden in einer Welt, die kein Ziel hat? Draufkommt.
ich mache gerade nur das Gleiche. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht nicht da natürlich was entsperren. Okay, passt auf. Dadurch, dass ich jetzt weiß, was ich machen muss, mache ich das noch einmal. Das ist so. Nach dieser Welt gibt es keine Hoffnung. Ach, sei still. Wenn du weitergehst, wirst du nur Zerstörung finden. Vielleicht mag ich Zerstörung. Vielleicht bin ich ein Pyromane, zum Beispiel. Oder ich mache einfach insgesamt gerne Dinge kaputt. Weißt du's? Ich weiß es nicht. So, es geht jetzt natürlich auch immer schneller, weil man ja weiß, was man machen muss. Ja, man muss trotzdem alles durchgehen und so. Aber es dauert halt bei weitem nicht so lange wie beim ersten Mal, wo man das dann alles noch, ja, und was machst du jetzt? Wie geht's jetzt lang? Dann klappt das wieder nicht und dann regst du dich auf. Dann stirbst du. Also Shepard ist mein neuer bester Freund. Auch wenn er mich in die Zerstörung führt, das ist mir egal. Ich mag Shepard. Weil Shepard ist, weiß ich nicht, der hilft mir wenigstens. Samsara macht mir einfach nur einen Strich durch die Rechnung. Und auch wenn sie vielleicht nur mein Bestes will, ist mir das egal. Sie ist eine Puppe Gottes und dementsprechend soll sie mal machen. Wir machen ihr auf jeden Fall einen Strich durch die Rechnung. So, halt, schubsen noch. Eins und zwei. Und ich finde das echt cool, dass man halt mit Shepard so ein Team bildet. Das ist halt nicht so, okay, ich laufe hier rum, höre mir an, was der Typ zu sagen hat, spreche mit dem Computer und mach einfach. Nein, sondern das macht richtig Laune, spielst halt im Team mit einem Computer. Ich meine, du musst zwar trotzdem erstmal verstehen, was er überhaupt will und so. Aber trotzdem ist es ein ganz anderes Gefühl, als wenn du da ganz allein durch die Gegend rennst und keine Ahnung hast, was du eigentlich tun sollst. Weil ich meine, auch wenn Shepard jetzt nichts sagt, ist es schon so, dass er hilft. Also, das ist ja, ne? Versteht, was ich meine. Ach nee, warte, wir machen erstmal so. Halt, warte. Damit wir den Gemma hier hinkriegen. Das war jetzt blöd. Das war jetzt blöd. So, damit jammen wir das jetzt und nehmen den Projektor mit. Und sagen 1, 2, 3. Warum hat das eigentlich bei ihr jetzt nicht funktioniert? Ich weiß es nicht.